Einen wunderschönen guten Tag, meine allerliebsten Sojasprösschen, endlich wieder mit Sport zurück. Und ich habe schon fast vergessen, wie unser lieber Peter, so heißt er doch, oder? Ja, aussieht. Und ja, wie manche es vielleicht schon gelesen haben bei Facebook, ich habe endlich meinen neuen Bildschirm. Jetzt spackt ja auch nichts mehr rum, man sieht es ja, ich kann wieder Sport spielen, ich kann 4-3 wieder starten, ohne dass da steht, ja, out of frequency oder was weiß ich, weil da irgendwas auf so und so viel Hertz hochbackt, was es gar nicht soll, was der alte Bildschirm gar nicht geschafft hat. Aber hey, es ist der neue Bildschirm da, alles läuft super, ich habe endlich ein besseres Bild und so. Alles ist schön. So, dann wollen wir mal in die nächste Phase übertreten. So. Ja, wir sind ein Raubtier. Gucken wir nochmal, wie sahen wir denn so aus? Interessiert mich doch mal. Aber wir waren ja erst so komisch gestreift. Und wir haben es ja tatsächlich geschafft, in den aufrechten Gang zu kommen. Das ist sehr schön. Ja. Jetzt dürfen wir wieder an uns rumbasteln, ne? Rumbasteln, nicht spielen. Nicht, dass hier jemand was Falsches denkt. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dafür brauche. Es könnte sein, dass ich das dann gleich vorspule oder so, damit das mir schneller geht. Aber mal gucken, was brauchen wir denn alles? Mit dem Kopf bin ich ja so ganz zufrieden. Den können wir ja eigentlich so lassen. Nur, ich glaube, unser lieber Peter hat durch einen tragischen Unfall seine linke Hand verloren. Wie ging das denn noch gleich? Man konnte doch. Nee, das war Klon. Nee. Ich meine, man konnte mittlerweile. Ach, oder ich habe den nötigen Patch dafür gar nicht drauf. Das ist natürlich doof. Das ist schade. Das ist schade. Sonst hätte ich uns jetzt asymmetrisch gemacht, aber das ging ja erst ab Patch sowieso. Und ich glaube, den habe ich nicht drauf. Ich habe ja auch leider die Exoskelettgliedmaßen jetzt nicht, weil ich zu faul war, den Patch drauf zu ziehen. Auch wenn ich die sehr gerne gehabt hätte. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Naja. Lassen wir ihn dann jetzt so. Ein bisschen was ändern wir hier aber noch. Ein bisschen höher. Hier drehen wir noch ein bisschen. Vielleicht machen wir ihn insgesamt ein bisschen größer. Was ist das denn jetzt? So sollst du aber nicht. Nee. Wenn so, das sieht doch schon besser aus. Legra, die Färbung können wir eigentlich so lassen, ne? Ja. Dann kann er ja eigentlich alles, was er können muss. Ja, nehmen wir. Ist gekauft. Unser kleiner Peter. Oha, jetzt geht's los. Ich glaube, von Rumklopfen passiert da nichts. Glaube ich. Das ist nur so eine Vermutung. Ja, wer weiß. Aber wir hätten ihm vier Arme machen sollen. Das wäre cool gewesen. Jetzt ist es zu spät. Das ärgert mich jetzt. Ich hätte ihm sehr gerne jetzt noch ein zweites Paar Arme mit dabei gemacht, wo dann diese wunderschönen Kreissägenwerkzeuge dran sind. Das wäre bestimmt cool gewesen. Ach, er hat es ja dann danach angekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da hast du dann jetzt deinen komischen Totenkopfstab. Ja, das freut mich doch. Stammesphase. Animationen werden poliert. Ja. Was da immer für ein Scheiß bei steht. Man merkt, dass es von denselben Leuten ist wie
die Sims. Also so entwickelt. Oh, ist das schön, jetzt mit dem zweiten Bildschirm. Jetzt sehe ich endlich wieder bei meinem Aufnahmeprogramm, also für den Ton, wie lange ich aufnehme. Das ist schön. Das finde ich richtig gut. Vor allem war der Stopper noch kleiner. Na egal. Wollte nicht meckern. Ja, gut. Ja. Ja, von mir aus. Und jetzt soll ich dich ausrüsten, ne? Beziehungsweise verschönern, irgendwas. Was haben wir denn schon alles? Ach, nicht so viel. Davon möchte ich nichts. Das sieht alles hässlich aus. Das ist auch nicht so hübsch. Ich glaube. Das hier erstmal. So, so Ringe in das Gesicht. So, und dann Schulterpanzer brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja schon quasi natürlich. Aber deine Unterarme sind noch nicht geschützt, mein Lieber. Ja. Was macht er mit deiner Brust? Kriegst du irgendwas? Erstmal verdecken wir hier ein bisschen weiter. Das geht ja so nicht. So kannst du nicht rumlaufen. Das geht absolut nicht. Hinten auch noch einer. So, und an die Seiten machen wir dann, glaube ich, die hier. Die sehen ganz gut aus. Wenn wir die denn jetzt auch da positioniert kriegen, nein, da sollen die eben nicht hin. Da. So. Siehst du denn jetzt aus? Ach, ist doch ganz nett. Das sieht doch ganz nett aus. Vielleicht noch irgendwas an die Brust. Ich kann immer so eine Masse, muss einen Zweck entfinden. Bisschen. Das hat auch was. Ja, ist gekauft. Peter Dörfler. Hätte ihn jetzt auch anders nennen können. Peter Lustig oder so. Hab ich jetzt gerissen. Ja, dann würde ich sagen. Ja. Was? Klick auf die Übersichtskarte auf das. Achso. Ja, so. Ja. Ja, so, damit sind wir in der Stammesphase angekommen und ich würde sagen, wir sehen uns dann später nochmal, weil das wird ja sonst zu lang. Dann, ja, ist Peter jetzt wieder im Spiel und jetzt in einer Hütte und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!